Kongo ist ein Gegner, der einem das Leben schon ein bisschen schwer macht. Also wir wollten da schon konzentriert reingehen und das haben wir auch gemacht und wir haben konsequent das bis zum Ende durchgespielt und deshalb können wir mit dem Ergebnis echt zufrieden sein. Wir wollten das gute Gefühl vom Südkorea-Spiel beibehalten. Das haben wir, glaube ich, heute gemacht. Und ja, das wollen wir natürlich Sonntag auch wieder auf die Platte bringen. Mit einem dritten Platz in der Vorrunde, das hätte zum Beispiel gegen Brasilien auch noch ein Punkt mehr sein können. Schade, dass wir uns den nicht, dass wir uns da nicht belohnt haben. Aber gut, ich denke sehr positiv. Wir haben sehr positive Ansätze gezeigt und von daher. Wir steigern uns peu à peu. Also ich denke, jeder hat sich schon so ein bisschen damit beschäftigt, dass wir, wenn wir gegen Norwegen spielen, also nach Friedrichshafen reisen müssen. Und ja, das ist nun um 9 Uhr, ist es wirklich zeitig, dass er jetzt schon um 10 ist und er, wenn ins Bett kommt, vielleicht 12, halb eins, um eins. Aber damit müssen wir jetzt leben und uns darauf konzentrieren, wo es wirklich rumgeht. Und die anderen Sachen kann man nicht ändern und beeinflussen. Wir haben gehofft, natürlich hier in Kolding bleiben zu können, aber das ist jetzt leider nicht so. Wir haben aber auch gesagt, wir nehmen das, was kommt. Und ja, jetzt reisen wir morgen eben in den Norden.